Herzlich willkommen zurück bei sunnyblog.de. Wir sind bei Familie Sparkle und die Laune ist hier bestens, würde ich sagen. Oh, jetzt ist sie eingeschlafen im Sitzen. Und du schaust dir ein Buch an. Okay. Okay, die Kleinen haben Hunger. Haben wir noch irgendwas zu essen? Nein, dann würde ich dich einmal bitten, den Kindern was zu kochen. Oder vielleicht auch eher zu backen. Kannst ja vielleicht dich nochmal an dem Brotstangen versuchen, Charlotte. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir quasi die Mülltonne leer gemacht. Oder über die letzten Folgen. Wir haben im Moment wieder so ein bisschen Schwierigkeiten, was die Bedürfnisse angeht. Was tust du da? Oh Gott. Oh nee. Mädel. Ja, ich weiß, dass ihr Hunger habt. Mama macht schon was. Und ja, wir haben eine Toilette gefunden jetzt endlich. Das heißt, was uns eigentlich fehlt, ist noch ein Bett. Und wir haben auch noch mal ein bisschen in Strom investiert. Ja, wir haben ein paar Windturbinen aufs Dach gepackt. In der Hoffnung, dass das mit dem Strom dann jetzt auch besser wird. Und ja, heute will ich versuchen, dass die Bedürfnisse wieder ein bisschen besser werden. Damit Charlotte wieder ein bisschen mehr zu Sachen zu gebrauchen ist als jetzt. So, wir sehen ja schon wieder so aus. Na gut. Nimm dir was. Und du nimm dir auch was. Was hast du jetzt vor? Kleinkind überprüfen. Okay. Pass mal auf. Mach mal das einmal sauber. Und dann darfst du einmal die Toilette verwenden. Genau, einen Fernseher haben wir auch gefunden. Das heißt, vom Finden her bin ich ziemlich zufrieden. Guck mal, danach gehst du mal schlafen. Lass das mal. Das tun wir da rein. Nimm dir mal da noch was zu essen und danach gehst du schlafen. Du bist traurig. Warum bist du traurig? Sind schon wieder alle weggelaufen? Ach Mensch, Mäuschen. Guck mal, kannst du mal einmal hier ein bisschen dich um die Litter kümmern? Irgendwie sind die Sozialbedürfnisse gerade ziemlich schlecht bei den Kindern. Sehr schön. Sehr gut erzogene Kinder. Sehr gut erzogene Kinder, genau. So. Ja, das Essen war nicht so gut. Ich weiß, Mama muss das noch ein bisschen üben. So, jetzt muss die Mama noch was essen und dann muss die Mama auch schon wieder schlafen. Genau. Ja, das ist zerkratzt, ich weiß. So, Charlotte, beeil dich mal. Perfekt. Guck mal, ich räume auch die Teller für dich weg. Jawohl. Guck mal, dann kannst du ein bisschen spielen. Wörter buchstabieren.
Haben voll die schlauen Kinder. Was denn nun wieder? Ja, ich weiß, dass das Essen nicht das Beste war. Und wenn Charlotte gleich fertig ist mit dem Nickerchen, müssen wir mal schauen, ob sie ernten kann. Ja. Der Stromeinsparungstag hat begonnen. Die nächsten 12 Stunden wird der gesamte Strom abgestellt. Natürlich. Guck mal, ich kann die trotzdem mal in den Kühlschrank tun. Lass das entspannen sein, ey. Mädel, ich krieg. Wir schaffen immer nichts, wenn sie immer entspannt. Was glauben die, wer die sind? Ja, mach dir da mal keinen Kopf. Ich finde, du machst das super. Genau, wenn du dann vielleicht noch mal jäten könntest. Wasser braucht hier offensichtlich gerade keiner. Aber wir müssen ein bisschen jäten. Und hier auch noch jäten. So, haben wir Bananen im Kühlschrank schon? Das weiß ich jetzt nicht. Haben wir. Wir haben auch Zitronen im Kühlschrank. Die Beeren tun wir sowieso weg. Hier können wir alles verkaufen. Sehr schön. Sehr gut. Ach, Maya hat sich umgezogen sogar. Wir versuchen es mal, ob sie dabei geht. Ob sie das noch schafft, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Ist die Motivation weg oder was? Wobei, gejätet hat sie alles. Aber wenn sie natürlich schon mal einen Sessel herstellen würde, wäre das ja super, ne? Sie ist auch wieder echt müde. Das Einzelbett kann man ab Stufe 6 herstellen. Charlotte, bitte, bitte, bitte. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mal gucken, dass wir vielleicht wenigstens die Stufe 2 abschließen können. Mal schauen. Hast du Hunger? Guck mal. Ich weiß, das sind nicht die besten. Das ist mir schon klar. Ich möchte Fernsehen. Mal erstmal was und dann kannst du die Mama mal fragen, ob sie dir den Fernseher mal ein bisschen anmacht. Die Kinder, die sind ja so toll, ne? Die dürfen dann auch mal ein bisschen fernsehen. Ist, glaube ich, schon okay. Charlotte, ich weiß, du bist bitte halt durch. Ja, Level 3. Jetzt eine Kommode herstellen. Okay. Wenn du erstmal einen Sessel herstellst, dass wir einen Sessel hier vielleicht schon mal haben, wäre es auch super. Sie hat einen Sessel hergestellt.
Guck mal. Und frag mal deine Mama nochmal, ob sie dir den Fernseher anmacht. Und weißt du was? Huch, so weit wollte ich nicht weg. Wir haben sogar einen Sessel, auf den du dich setzen kannst. Und was sagt die Mama? Ja, die Mama hat ja gesagt. Sehr schön. Guck mal, dann macht der Kleine den Fernseher an und dann gehst du nochmal ein Nickerchen machen. Du sollst nicht mitschauen, du sollst nur. Genau. Das findet sie gut. Sehr schön. Was denn nun wieder? Niedrige Energie. Töpfchen musst du dann auch mal. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So, Charlotte, wir dürfen es noch ein bisschen hochkriegen. Ja, dann geh doch einmal schnell auf Töpfchen, wenn du auf Toilette musst. Jawohl, siehst du. Dann kannst du hier kannst du gleich mal ja kannst du gleich mal ein Nickerchen machen. Ja, hast du super gemacht. Kannst du den ausschalten schon? Schaffst du das schon? Siehst du. Ich mache hier nochmal ein Nickerchen. So, Charlotte, du bist benommen. Kannst du dabei was anfertigen? Noch kleinere Teile. Nee, okay. Dann musst du erstmal hier nach kleinen Teilen gehen. Warum bist du benommen? Wegen Schlafmangel oder was? Hunger? Okay. Guck mal, kannst du dann was essen? Und dann kannst du die Dusche einmal. Ja, dann geh halt einmal erstmal duschen. Ja, dann geh duschen. So, das tun wir wieder da rein. Okay, ich brauche Teile. Okay, wenn sie jetzt hier gerade sowieso nichts machen kann. Ich würde ja ganz gern tatsächlich auch noch eine Werkbank und eine Kerzenwerkstatt machen oder diesen Kerzenherstellungsstand. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, ob uns die Kerzen wirklich was bringen oder können wir die verkaufen? Ich weiß es nicht. Und für die Werkbank würde halt tatsächlich wieder sehr viel Geld draufgehen, ne? Wobei diese Kerzenwerkstatt ist auch nicht gerade. Wir gucken mal. Kurz unter Schreinertisch. Genau, der kostet 750. Und
Kerzenherstellung für dich. Den könnten wir uns leisten. Aber dann wäre auch irgendwie schon wieder das ganze Geld weg. Ah, sie ist so müde schon wieder, ne? Kannst du vielleicht einmal noch mal mühlen wenigstens? Ich weiß, ich weiß. Sensibi? Ich weiß. Kannst du noch mal? Wir brauchen Teile. Wir brauchen einfach jetzt Teile. Die irgendwo noch drauf, oder? Kannst du nochmal? Guck mal, pack dir nochmal zwei rein. Ja, jetzt können wir wieder. Guck mal, du kannst dir ein Gericht nehmen. Na, jetzt nochmal ganz kurz ein Dingerchen machen. Und vielleicht können wir dann nochmal. Ein Bücherregal oder so herstellen. Wir gucken mal. Wegen teuren Möbeln. Okay. Also der Sessel scheint zumindest gut zu sein. Also wir haben ja im Prinzip nur die Möglichkeit, dass wir zufällig ein Bett im Müllcontainer finden. Oder dass wir Charlotte so weit bekommen, dass sie eins herstellen kann. Nee, jetzt wird nicht fernsehen. Das Ding ist halt, dass wir auch ein Kleinkindbett mit dem Teil herstellen müssen. Oder herstellen können. Wenn wir das denn überhaupt noch rechtzeitig schaffen. Ne, ich meine. Wobei, 10 Tage haben wir noch. Na, wir werden mal gucken. Vielleicht kann sie gleich noch einmal an die Maschine gehen, wenn sie nach Teilen gewühlt hat. Und dann lassen wir ein bisschen Fernsehen vielleicht, dass der Spaß hochgeht. Lass das entspannen sein. Lukas, Inselklippe, die Klippen. Wir haben gerade einen guten Lauf, Lukas, tatsächlich. Meine Güte. Nee, gerade nicht. So, du bist müde. Guck mal, nimm dir mal hier was zu essen. Guck mal, und du kannst jetzt schlafen gehen. Bettchen ist frei. So. So, ich glaube, wir lassen. Ja, versuchen wir ruhig mal eine Kommode zu machen. Wir versuchen das einfach mal. Ja, du möchtest, du darfst danach tatsächlich Fernsehen. Aber wir haben ja jetzt zumindest schon mal Sitzgelegenheiten für alle drei. Das ist ja auch schon mal was. Ja, iss mal. Charlotte, leg los. Jawohl. Hm.
Können allerhöchstens, wenn wir den Kerzenherstellungstisch haben, würde sich das halt auch wieder auf die Herstellungsfähigkeit auswirken. Ne? Das geht, glaube ich, beides über die Kerzenherstellungswerkstatt, wenn ich das hier richtig gerade gelesen habe. Ja, wir können uns das noch mal ein bisschen überlegen. Oh nee. Okay, das war einmal nix. Weißt du was? Geh fernsehen. Mach der Lütten den Fernseher an. Mach mal den Kinderkanal an und dann gehst du nochmal eine Runde schlafen. Was haben wir denn? Kochkanal oder was? Oh, warum? Kleine Christina ist nicht so begeistert von ihrer Mama. Guck mal, Mama soll einmal umschalten für dich. Ein Tierbett kaufen. Mach dem Kind doch einfach Kinderkanal an. So, und dann gehst du. Mama, warum hat sie den jetzt wieder ausgemacht? Doch, Manu. Was mit dir? Schon wieder Hunger oder was? Der ist schon aufgegessen alles. Das ist auch ein leerer Teller. Oh Mensch! Mäuschen! Nichts zu essen? Dann muss die Mama hier gleich nochmal was backen. Nochmal die Brotstangen machen. Der Stromeinsparungstag ist beendet. Das Kind stinkt. Wie ist denn jetzt hin? Ja, draußen ist okay. Moment. Du, hör mal auf. Ja, die Mama kocht ja gerade schon was. Warum haben wir jetzt hier eigentlich keinen... Automatische Lichter. Alle Lichter. Sie hat Level 2. So, pass mal auf. Geh mal auf Toilette. Sind immer noch schlecht. Es sind immer noch schlecht. Aber wir können jetzt Haferflockenkekse. Oh, wir können Brot machen. Sehr gut. Kannst du hier gleich auch nochmal ein Gericht nehmen? Und das funktioniert nicht mehr, oder? Doch, funktioniert doch noch, aber wir haben keine Teile mehr, oder was? Dann müssen wir gleich nochmal Teile wühlen. Hehehe, das find's sehr gut, ne? Ist ja gar nicht richtig satt geworden. Nimm dir mal noch eine. Macht wohl nicht sonderlich satt. Oh, das sieht auch hier aus, ne? Das
sie auch immer Staub saugen lassen. Das sieht aus hier wie. Ich weiß, Charlotte. Nicht schlimm, der Tag ist bald vorbei. Jawohl. So, guck mal, magst du mal auf Töpfchen gehen? Ja, ihr Lieben, es ist 1 Uhr nachts bei den Sparkles. An der Stelle würde ich jetzt auch die Folge beenden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch wünscht, dass wir vielleicht noch eine Kerzenherstellungsmaschine kaufen. Oder doch lieber die Werkbank. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen zuzuschauen. Jawohl, jetzt sieht das auch wieder besser aus, ja. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like und das Abo nicht vergessen, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.